So, liebe Leute, Rennnummer 9. Herzlich willkommen aus Kanada. Ja, eine meiner Lieblingsstrecken definitiv gegenüber den letzten beiden. Ist das immer auf jeden Fall mal eine Steigerung. Ich freue mich schon drauf. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht sogar den zweiten Punkt der Saison holen können. Oder mindestens den zweiten Punkt der Saison holen können. Naja, ich muss mal ganz drauf schnell was machen. So, gucken wir mal gerade noch schnell eben, ob wir noch irgendwo was dazu reinkriegen können. Wir haben ja noch ein bisschen was frei. Machen wir ein bisschen Aero-Teamaufbau. Und dann geht's rein ins nächste Wochenende. Ich komme sofort wieder. So, okay, dann geht's weiter. Und wir gucken mal uns ins Rennen rein. Na super, und es regnet im Rennen. Okay, dann geht's los ins erste freie Training an diesem heutigen Freitag. So. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, Kanada. Trockensetup kann man annehmen. Warum muss man jetzt schon wieder in Regen, Regen kommen? Naja. Hier werden wir ein bisschen mehr fahren, weil Kanada ist eine relativ kurze Strecke. Die Zeiten sind um die 1 Minute 10. So. Das war natürlich klar. Okay, just want to remind you da war ich jetzt gerade beim Einstellen noch von den So, auf geht's. Berühmte Wall of Champions hier. Schauen wir mal, was wir hier erreichen heute. Okay.
was der Honda-Motor hier bringt. So, jetzt geht's wieder auf die lange Gerade. Ich will gleich die Haarnadel noch fahren. So, die Wall gleich mit dem World of Champions. Jetzt mal die Bestzeit jetzt 13.9, ist natürlich alles andere als gut, aber gut, es ist ja noch gelbe Reifen drauf. Hier die berühmte Kurve, wo Vettel angeblich zu Hamilton auch gedreht hat letzte Saison. There's three laps of fuel remaining. Das ist eine gute Zeit eigentlich gewesen, diese 13. Irgendwas. 13.9, die wir gehabt haben. Das ist unter einer halben Sekunde mit der Verstappen. Mal gucken, was wir mal ein bisschen was verbessert bekommen. Wie kommt dann die Bestzeit von Max Verstappen? So, ich muss wieder eine Laderunde fahren. Leclerc, anders vorbei. Weil ich die Strecke sehr gerne mag. So, mal ein bisschen bremsen. Ich versuche gerade ein bisschen Gas zu geben. So, versuchen wir es mal. Sehen wir mal, ob wir nochmal eine Runde gesetzt bekommen. Bis jetzt halt sogar Sektor 1, aber da fehlen ja noch zum Beispiel die Mercedes. Die nochmal was versuchen wollen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Please box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the... Okay. Dann sind wir durch mit dem ersten Freitraining. 5 Runden haben wir jetzt gesetzt. Jetzt 13.2.
Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Bottas und Richards. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Platz 3, also das ist zumindest mal ein gutes Ergebnis, aber mal schauen, der Teamkollege auf 16 ist auch gar nicht so schlecht, also sind wir eigentlich gut dabei. Mal gucken, wie das Rennen am Sonntag wird. Wir werden sehen. So, gut, da geht es jetzt weiter mit dem zweiten Abschnitt. So. Gut. Dann gehen wir mal raus. Wir fahren raus. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So. Machen wir das jetzt ein. Wir versuchen wieder auf Gelb rauszufahren, weil das am Rennen relativ egal ist am Sonntag. Platz 3 sagt zumindest auch. Ich sag ja, die Strecke, die liegt mir. Ich mag sie. Definitiv ist es einer meiner Lieblingsstrecken. Kurz mal gucken, was wir jetzt verhelfen. Okay, ich verteile sogar komplett und da wird da noch. So. So, auf geht's auf die erste geteilte Runde in diesem zweiten freien Training. So. Vollgas hier Richtung World of Champions. Ein bisschen jetzt Gas rausnehmen. So, dann hoffen wir mal, dass es hier eine vernünftige Zeit wird. Es wird sogar eine 12.9, die nochmal fast eine halbe Sekunde schneller ist als ihre Runde eben. Das war doch ein Auto raus, ich weiß nicht, was es war. Könnte ein Renault gewesen sein. Ich meine, ich hätte was Gelbes doch im Augenblick gesehen. Ahem.
Aber ganz genau wissen tue ich es nicht. Na, die Runde ist natürlich kaputt. Sie sind Übersteher. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen was. Ich mache jetzt mal eine Laderunde wieder. Dann fahren wir nochmal eine schnelle Runde und dann sind wir durch. Ich versuche die Zeit noch ein bisschen zu drücken. Muss ein bisschen aufpassen, dass nicht wieder ein Flügel kaputt fahren. Boah, diese. Genau das meine ich halt. Bist du unaufmerksam? Ja, fest. So, setzen wir wieder eine Rückblende. So, bloß nicht irgendwie. Wenn wir nächste Saison einen Mercedes oder einen Ferrari-Motor reinkriegen in dieses Auto. Gucken wir, was das kosten wird. Ich denke gerne den Mercedes-Motor. So. Versuchen wir es nochmal. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. So, aber einen guten Vorsprung jetzt. Come in this lap, please. Box this lap. Vielleicht reicht es noch mal für eine gute Zeit. Ja, bisher habe ich dazu gepackt. Aber es wird definitiv eine neue Bestzeit werden. Und zwar eine 12.3. So, dann gehen wir zurück in die Garage und dann sind wir durch. So, dann sind wir durch. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. So. Auf einmal fühlt man sich auf der Strecke wohl, auf einmal sind die Ergebnisse da.
wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Hamilton und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, dann haben wir das auch durch. Und auf einmal, was für eine Zeit. Hätte ich nicht gedacht, dass wir auf einmal so eine Zeit raushauen. So. Gut. Dann geht's weiter mit dem dritten freien Training heute. Gut. Und dann schauen wir mal, was die roten Reifen so bringen. Ist ein bisschen weit rausgekommen. Das wird eine safe neue Messer, 12-0. Auf einmal fallen die Zeiten hier. Meistens kriegst du zwei gute Zeiten hin. Gut, die Runde zwischen der Runde hin und dann müsste noch mal eine Laderunde fahren. So wird es jetzt wahrscheinlich auch mit den roten Reifen sein. There's three laps of fuel remaining. Ja, vielleicht schaffen wir es mal eine Bestzeit zu setzen. Das wird wahrscheinlich ein L5 werden. L4 sogar. So, Teamkollege ist draußen. Oder? Oh je, ne, es ist Ocon. Das war ein Renault. Ich habe nur den gelben Punkt auf der Karte gesehen.
Boah, Alter. Oh mein Gott, oh Gott. Wieder versucht da irgendwas oder das ist Zeit, da würde ich hier noch ein bisschen weghalten können. Aber jetzt versuche ich noch mal eine Zeit zu setzen, vielleicht den Windschatten mitzunehmen. Fuel is marginal, box within two laps. Ich glaube, das wird nichts werden. Ja, sowieso nicht. Mit dem Quersteher eh nicht. Box this lap, please. Box this lap. Und dann sind wir ja auch durch mit dem freien Training, liebe Leute. So, dann soll euch. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Leclerc und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So, jo, dann haben wir das auch durch. Auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Ich weiß nicht, was ich machen will. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? So, dann machen wir das so. Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Beratung, da habe ich jetzt immer gar nicht nachgedacht. Danke für den Kommentar. So. Gut, dann haben wir definitiv einen Sprung nach vorne gemacht. Das muss ich sagen, das macht auf jeden Fall sehr viel Mut für das kommende, ja. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch was mitnehmen können. Bittere ist, dass es halt regnet am Sonntag. Das würde es tatsächlich sonst ein bisschen einfacher machen. Aber ja gut, in im letzten Rennen bei Akku ging das ja genauso los. Und dann haben wir es eigentlich im Qualifying ein bisschen weggeschmissen, aber da war es gut, da hat es auch geregnet. Schauen wir mal einfach, ob wir hier was mitnehmen könnten. Im Punkt wäre ich schon zufrieden. Ob wir das schaffen, ob wir den Grundstein legen, sehen wir dann morgen.